Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Wir haben gestern das Ganze hier relativ abrupt abgebrochen. Und, also was heißt relativ abrupt? Ich bin halt so auf halbem Wege wieder zurückgelaufen, indem ich den Weg nicht gefunden habe innerhalb von diesem komischen Gebilde, was ich immer noch nicht so ganz genau benennen kann. Aber heute könnte es passieren, dass wir weiterkommen. Es könnte aber auch passieren, dass wir uns ewig im Kreis drehen und gar nichts schaffen. Also alles ist möglich. Im Grunde genommen wie in jeder Folge. Und ja, ich weiß, ich habe die gerade volle Möhre ignoriert, aber ist mir egal. Leute, es ist momentan so chaotisch. Ich nehme das für meine Verhältnisse relativ zeitnah sogar auf. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mal eine Woche Vorlauf und das ging schon die ganzen letzten Folgen über so. Weil, als ich mit dem Projekt angefangen habe, habe ich immer sehr, sehr viel am Stück aufgezeichnet. Und momentan lässt das meine Arbeit gar nicht zu, weil ich immer sehr spät nach Hause komme und auch früh wieder raus muss. Und das ist für mich voll die ungewohnte Situation, weil ich jetzt wirklich sehr stückchenweise aufnehme. So, jeden Tag ein, zwei Folgen. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich im, so in Summe gar nicht merken. Aber ich wollte das mindestens einmal gesagt haben, falls ihr das Gefühl haben solltet, dass irgendetwas anders ist im Vergleich zu sonst. Das kann ich nicht so gut einschätzen wie ihr wahrscheinlich. Ich weiß nur, dass ich mich auf jeden Fall anders fühle, weil ich immer irgendwie so ein bisschen, also so ein bisschen benebelt und duselig in der Birne bin. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel auch noch in meiner Arbeitskleidung und schwinge mich hier direkt vor die Konsole und nehme das jetzt auf. Und habe jetzt zum Beispiel auch keinen Kaffee neben mir zu stehen und auch keine Cola oder Energy Drink oder so, weil ich morgen ungerne meinen Wecker überhören möchte. Ja, das sind so die Problemchen, mit denen ich mich jetzt rumschlagen muss. Und das allerschönste Trostpflaster wäre ja... Ich finde das hier irgendwie so schön. Immer wenn diese komischen Partikel ins Spiel kommen, nenne ich das mal, finde ich das irgendwie schön. Auch wenn dieses ganze Maschinelle jetzt nicht so meine bevorzugte Umgebung ist, aber daran gewöhnt man sich ja in dem Spiel recht schnell. So, ich sehe gerade, dass hier irgendwas nach oben fliegt. Warte mal, ich gucke mal, ob ich da vielleicht irgendwie mitgehen kann. Nee. Okay, das ist jetzt natürlich peinlich. Die letzte Folge ist... Nee. Nee, wie kann man das denn übersehen, sag mal? Was habe ich in der letzten Folge gemacht? Gut, da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, da war es noch später, als es jetzt ist. Und, oh Gott, ey. Ich ahne schon wieder, worauf das hinausläuft im Kommentarbereich, aber okay. Gucken wir mal hier. Immerhin hat sich mein Trostpflasterwunsch erfüllt. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Folge ist nicht total sinnlos. Da fällt mir zumindest ein kleiner Stein vom Herzen. Und die Musik ist gerade ziemlich creepy. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in so einem Science-Fiction-James Bond oder sowas. Eine ganz komische Atmosphäre hier, finde ich. So, ja toll, das kann ich mir knicken, es sei denn, ich springe runter und es tut mir leid, aber das muss ich jetzt leider auch mal tun. So, da ist mir gerade irgendein Gegner gefolgt. Was bist du denn für eine was seid ihr denn für Teile? Also in abgewandelter Form haben wir die, glaube ich, schon mal gesehen, aber nicht genau die, oder? Was, ich habe ernsthaft keine Einheitendatenaktualisierung bekommen? Kann jemand dafür mal eine Abkürzung erfinden? Wie habe ich das gerade genannt? Einheiten, Datenaktualisierung? Kompliziert. Das wäre... Oh oh. Das wäre dann EDA, ne? Okay, irgendwas ist da gerade über mir passiert und wir haben die Hälfte schon wieder nicht mitbekommen, weil ich im falschen Stockwerk bin, ja. So wird es einem gedankt, wenn man Loot hinterher rennt und vollständig sein will. Im Sinne von alles einsammeln und so, ne? Kann ich da oben irgendwas machen? Das sieht nicht so ganz sicher aus. Das Dach dieses Fahrstuhls. Beziehungsweise die Decke.
So, hier kommt 100 pro Bosskampf. Hier kommt 100 pro ein Bosskampf am Ende. So, hier könnte ich wahrscheinlich runterspringen. Mache ich jetzt aber nicht. Das lädt aber gerade so ein bisschen dazu ein, ne? Weil hier irgendwas nach oben gedingst wird. Okay, komm, ich werde das einmal probieren. Ne, leider nicht. Hätte ja sein können. Okay, jetzt bin ich wieder ganz unten. Okay. So, das hier war der Punkt, wo ich gerade zum Sprung angesetzt habe. Und nicht nur angesetzt habe, ich habe ihn leider auch tatsächlich ausgeführt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es nichts bringt. Auch wenn ich immer noch finde, dass es danach aussieht. Aber das tut ja nun nichts zur Sache. So, das heißt, wir können in den nächsten Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht, sind wir denn schon ganz oben? Ich würde sagen, noch nicht, oder? Aber mal gucken, wo wir landen, wenn wir hier durch sind. Wie gesagt, so eine ähnliche... Oh Gott, so einen ähnlichen Turm hatten wir auch in der versunkenen Stadt. Da oben... Ah, guck mal, da geht's definitiv noch weiter. Oh nein. Wie man echt nur die Augen hier im Dunkeln sieht, das ist so creepy. Und ja, die tun mir leid. Ich weiß, dass ihr leidet. Machines can't feel pain. Wir haben gerade Gedächtnislegierung bekommen und eigentlich müsste nein, es ist ja besser wissen. Entschuldigung. Wir haben schon so oft im Spiel erlebt, wie dieses Schmerzgefühl hier ausgedrückt wurde von Maschinen. So, warte mal, irgendwas liegt hier noch. Achso, nee, das ist ein Gegner? Hä? Ich sehe meinen Loot in all dieser Dunkelheit nicht. Aber dafür sehe ich... Ja, da hinten liegt was! Da hinten liegt was! No! Jetzt komme ich bestimmt zu spät, oder? Nee, hab's noch einsammeln können. Jawohl. Und solange mein Loot leuchtet, sollte das auch kein Thema sein. Eigentlich ganz chillig. Solange die Gegner nicht noch stärker werden. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, ob sich die Einheitendaten aktualisiert haben, aber ich glaube nicht. Okay, was für ein Geräusch. Ach so, okay, dass ich springe mich in die Luft Geräusch. Okay. Das hört, das kommt mir bekannt vor. Oh, ich habe gerade ein Funkenlicht gesehen. Ich glaube, der Raum wollte sich gerade erhellen und hat sich dann kurzfristig umentschieden. Jetzt aber. Oh oh. Ich glaube, die Kamera hat sich gerade irgendwie ein bisschen verselbstständigt. So, wo bin ich denn jetzt hergekommen und wo muss ich jetzt hin? Lass mich mal einmal wieder ganz kurz hier den Rand ablaufen. Bist du ein Fahrstuhl, der mich nach oben bringt oder nach unten? Hier müsste jetzt der richtige sein. Da ist nämlich auch das entsprechende Symbol. Ich hoffe, ich habe hier nirgendwo Kisten oder sowas ausgelassen. So. Wir sind doch gerade nach oben gefahren, oder? Hab schon wieder nicht genau drauf geachtet. Meine Güte, ey. Ist aber auch manchmal kompliziert, ne? Mit meiner Aufmerksamkeitsspanne. Aber ich glaube... Ich glaube, auf der Plattform waren wir noch nicht. Die eine sah so ähnlich aus, aber ähnlich ist ja nicht identisch, ne? Oder? Nee, die war anders vom Aufbau. Die war anders. Jetzt gucke ich mal. Ja, wir fahren nach oben. Alles gut. Alles richtig. Ich habe unsere Zeit nicht zusätzlich sinnlos vergeudet. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wie weit geht das denn nach oben? Oh, oh, hier dreht sich irgendwas auf dem Boden. Hey, ich habe schon am Schatten gesehen, dass das übel wird. So, wer bist du und was für ein Level hast du? Okay, Level 48 ist nicht das Thema. Ich glaube, das kriegen wir hin. Auch wenn der gerade sehr, sehr viele Minions noch mitbringt. Sollte aber trotzdem nicht die Herausforderung werden. Nein, Egoia, wo bewegst du dich hin? Ganz, 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 ganz schlechte Idee. So, ich glaube, jetzt muss ich auch... Achso, der ist schon tot, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, den Pot brauche ich nicht nochmal einladen. Den brauche ich nicht auf Kaffee und Kuchen einzuladen. Der hat nur ein paar andere Dinge zu tun. Ich bekomme übrigens mit, dass die Maschinen die ganze Zeit mit mir sprechen, aber...
ich unterstelle denen mal, dass die sich irgendwie wiederholen, weil wir unten die Untertitel nicht haben. Was natürlich nichts heißen muss, aber aua. So, warte mal, ich glaube, ich werde jetzt alle mit meinen Geschossen aus dem Weg räumen. Scheint mir am einfachsten zu sein. Dadurch, dass sich der Ring jetzt hier unter mir dreht. Ja, wobei, das wird jetzt ein bisschen dauern. Warte mal, warum stelle ich mich denn überhaupt auf diese sich drehende Plattform? So geht das nämlich, glaube ich, ein bisschen schneller. Unsere Vorräte ist das auf jeden Fall ziemlich gut, will ich meinen. Und ich glaube, die erzählen mir gerade die ganze Zeit, wie schmerzhaft das alles für sie ist und wie viel Schmerz sie empfinden. Pain, so much pain, höre ich immer wieder. Also nichts, was wir nicht schon gehört hätten von anderen Maschinen. Und ich weiß nicht, wonach ich mich bei der Nachbearbeitung orientieren soll, wenn mir unten die Untertitel fehlen, weil das ist immer so mein Fixpunkt. Außerdem... Shut up! Shut up! Shut up! Okay, ich glaube... Nein, es ist kurz davor, irgendwie wahnsinnig zu werden, oder? Wenn es nicht schon längst zu spät ist. Okay, ich glaube, hier explodiert gleich wieder was in unserer Nähe. Ich glaube, das wird hier irgendwie noch einen ganz üblen Ausgang nehmen. Vielleicht werden wir sogar den nächsten Personenwechsel anstreben können, wenn wir das hier beenden. Was denn für ein komisches Konstrukt? Was hast du denn da auf dem Rücken? Oh, so wollte ich eigentlich nicht treffen, aber egal. Immerhin haben wir irgendwas getroffen. So, ich könnte eigentlich auch mal wieder ein bisschen klassisch Nahkampf machen. Guck mal, wie schnell das nämlich vonstatten geht. Ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder so auf Distanz bin. Wie am Anfang vom Let's Play, wisst ihr noch? Wo ich mich gar nicht in den Nahkampf getraut habe. Irgendwann mittendrin dann festgestellt habe, dass das nicht die allerverkehrteste... Oh, nicht die allerverkehrteste Idee ist. Wo kann ich noch was sammeln? Gib her, verbeulte Ploddy. So, und auch nicht passt die verbeulte Ploddy in meinen verbeulten Ploddy-Spieler. So, wo geht's jetzt weiter? Da. Ich laufe jetzt mal nicht nochmal den ganzen Kreis ab, weil ich mir selber unterstelle... dass wenn da irgendwo eine Truhe gelegen hätte, dass sie mir aufgefallen wäre. Oh oh. Oh oh. Jetzt sind wir ganz oben. Ich habe ja ein bisschen Angst. Machine parts. Speculation. Perhaps these are raw materials from the structure itself. Possibly useful for creating weapons. Weapons, eh? Okay. Kennen wir die schon? So ähnliche Silberrittermaschine haben wir irgendwo schon mal bekämpft. Auch wenn ich den Ort jetzt nicht konkret benennen könnte, aber ich erinnere mich dunkel. So, was haben die überhaupt für ein Level? Was? 40? Guck mal, die machen auch kaum Schaden. Okay, dafür lässt er mich gerade auch irgendwie nicht wirklich angreifen. So, da steht er gut. Da kannst du stehen bleiben, von mir aus auch liegen. Und dann haben wir diese Welle durch. Prepare energy. Close range firing mode. Maximum output. 9S. Fire. Okay. Das war irgendwie brutal. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie so befremdlich wie... kalt, nein, es irgendwie ist, wenn es um den Hass auf die Maschinen geht. Ganz komisch, Waldschlüssel. Ich überlege gerade, wo es noch die Möglichkeit gab, im Wald einen Schlüssel zu benutzen. Muss ich da mal gucken. Muss ich oder kann ich? Ich
drück mal Kreis und guck, was passiert. Seht ihr, was habe ich gesagt? Jetzt wird es nämlich ja wieder genau darauf hinauslaufen. Und genau jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich zu dem Roboter gegangen bin und mir nicht erst die Umgebung angesehen habe. Ah, ist das ärgerlich. Aber ich glaube, wir werden jetzt wieder, so wie ich das schon mal angekündigt hatte, auf A2 umschwenken. Ich bin gerade am Überlegen, kann ich anhand von dem, was auf der rechten Seite zu sehen ist, irgendwas entnehmen? Kann ich da irgendwas ablesen? Da sind verschiedene Pots aufgelistet mit verschiedenen Zahlen und ABC-Ausführungen. So viel erkenne ich, aber inwiefern das jetzt auf die Entscheidung im Spiel hier Auswirkungen hat, das erkenne ich nicht. Wir gehen mal wieder zu A2 rüber und gucken, wie es da weitergeht. Anscheinend wurde A2s Speicherbereich mit den Daten von 2B zusammengeführt. Der Vorgang wird derzeit überwacht, um die Auswirkung zu analysieren. Stopp, Pod 042. Fehler in ihrer Kommunikationsfunktion registriert. Zahlreiche Maschinenwesen, deren Netzwerkfunktionen zerstört wurden, sind außer Kontrolle. Bitte vorsichtig sein. Bestätigt. Das ging schon wieder total berauschend. Heißt das, ich habe jetzt den Waldschlüssel nicht mehr, den wir gerade eben bekommen haben? Ja, den hätte ich mir so gerne noch angeguckt im Menü. Good morning, A2. What the? Analysis. Your high unit A2 was restarted 5 minutes and 42 seconds ago. The cause was excessive strain due to battle against a large machine life form. All this goddamn sand is starting to piss me off. Alert. Fuel filter performance deteriorating. Fine particulate matter seems to have entered the filter while fighting in the desert. Proposal. Replace the faulty part immediately. You make it sound so easy. Records indicate said part was once used at the resistance camp. The resistance camp. Okay, klare Aufgabe, finde ich gut. Ich muss jetzt trotzdem mal gucken. Waldschlüssel. Die teilen sich ja nicht ein Inventar, oder doch? Also 9S und A2. Keine Ahnung, ob ich das hier irgendwo finde. Wobei, das wird, wenn, dann wahrscheinlich ein wichtiges Item sein, oder? Hier scheinen nämlich all unsere Schlüssel irgendwie untergebracht zu sein. Habe ich jetzt hier sowas wie einen Waldschlüssel auch, oder? So auf den ersten Blick würde ich sagen, nicht. Mir fällt gerade ein, ich kann ja auch voll die Schleife ins Haar machen. Aber blau und rosa, das sind genau die Farben, die ich mir am allerwenigsten ausgesucht hätte. Okay, grün und orange hätte ich auch ungern genommen, aber... So, ich muss jetzt nochmal... Nee, es scheint hier keinen Waldschlüssel zu geben. Es sei denn, der ist irgendwo anders hinterlegt, kein Plan. So, das heißt, wir werden uns jetzt diesen Spot hier aussuchen. Ich weiß gar nicht, muss ich sonst noch irgendwas umstellen? Da wollte ich nochmal Recherchen anstellen. Oh, das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Oder beziehungsweise nicht mehr dran gedacht. Und heute auch nicht. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Und das Thema Aufklärungstrupp, also die entsprechende Mission, vielleicht kann ich das Ding auch schon abschließen. Aber da würde ich eher gerne warten, bis mich das Spiel das nächste Mal wieder in die Waldburg schickt, wo ich das dann so ein bisschen auch miteinander kombinieren kann. Also ich hoffe, dass es irgendwann noch dazu kommt, aber bin da eigentlich guter Dinge. Ey, dieses Schwein ist irgendwie so unglaublich süß. Einfach, weil es immer am gleichen Spot steht und irgendwie süßer aussieht als alle anderen. Einfach so. Ohne Begründung. Ist halt so. Ich hoffe nur, dass es hier nicht wieder so hardcore-mäßig losgeht mit diesem Virusausbruch und dieser Funktionseinschränkung hier und da. Ey, diese Folge fand ich so mega stressig. Vielleicht sogar die stressigste Folge bisher im Projekt. So, was haben wir hier? Achso, die handeln ja gar nicht mit mir. Ja, da war ja was. Da war ja was. Vielleicht können wir uns ja hier irgendwie erkenntlich zeigen oder nützlich machen.
Achso, ich kann gar nicht direkt im Lager, sondern muss vor das Lager gehen, um mir Hilfe zu holen. Mal gucken, wer da steht und uns helfen möchte. Those machines fighting each other? Hoffentlich kam das rechtzeitig. Hoffentlich kann ich es nicht vermasseln. Tschüss. Thank you so much for saving me. Bitte. Scheint noch gereicht zu haben. Und das Maschinchen war fast tot, aber ich glaube, die konnte auch gar nicht sterben, oder? Wer bist... Oh, das ist Pascal! Wie ich gerade sagen wollte, wer bist du denn? Kennt ihr zwei euch überhaupt? Ich glaube noch nicht, oder? Obwohl, hatte Pascal uns nicht schon mal was über A2 erzählt? Oder verwechsel ich das gerade? Na, wir reden mal. You're a machine too. Wait, please. I have no intention of harming you. My name is Pascal. And while it's true that I am a machine life form, I also detest fighting of any kind. Uh-huh. And machines don't have souls. They're just murder bots with a fancy name. They killed so many of us, and I swore to make them pay. I see. If that will save your soul, then so be it. Wir lassen Pascal leben, auch wenn ich wahrscheinlich A2 eher gerecht werden würde, so wie sie jetzt drauf ist, dass, wenn ich das untere nehmen würde, aber ich bring's nicht übers Herz. Wir müssen ihn leben lassen, oder sie, je nachdem es. You aren't going to kill me? Just shut up and leave before I change my mind. You... No, never mind. You have my thanks. Tschüss. Ich freue mich, dass wir die Wahl hatten. Ich hätte es ganz schlimm gefunden, wenn wir Pascal hier hätten töten müssen. So, wir brauchen jetzt aber ein neues Missionsziel. Das hat sich jetzt nämlich ins Lager verlagert. So, wen müssen wir anquatschen? Das sieht nach Anemone aus. Die einzige, die wahrscheinlich dazu, also den Rest des Lagers dazu bringen kann, mal ein bisschen offener auf uns zuzugehen, oder? Nummer 2, du lebst noch. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, Anemone. Du hast überlebt, das ist alles, was zählt. Ich befürchte jedoch, dass deine Kampfkameraden schon lange hinüber sind. Ich musste Nummer 21 sogar mit meinen eigenen Händen töten. Tut mir leid. Nein, das ist... Ach genau, wusstest du, dass hier eine Yorha-Einheit namens 2B war, die genauso aussah wie du? Sie ist tot. Was? 2B ist tot. Ich habe sie getötet. Sie war mit einem Logikvirus infiziert. Okay... Okay, das ist, ja, gerade, das muss ich mit all seiner Klarheit gerade erstmal für mich, aufsaugen und, verarbeiten. Oh. Ein Logikvirus. Was zur Hölle ist ein Logikvirus? Wurde das jemals aufgeklärt? Ist das der Virus, von dem auch alle anderen befallen waren, gegen die wir in der Folge gekämpft haben? Wahrscheinlich schon, ne? Nun, bitte fühl dich in unserem Lager wie zu Hause. Ich werde jemanden abstellen, der dir alles zeigt. Nicht nötig. Ihre Erinnerungen sind in diesem Schwert verwahrt. Ich verstehe. Dann kannst du gerne ihr altes Zimmer benutzen. Ich habe hier im Lager die Verantwortung. Ich werde dafür sorgen, dass alle über dich Bescheid wissen. Okay, das hatte ich auch gehofft. Trotzdem hat sie noch eine Aufgabe für uns. Hey, Anemone, ich möchte dich etwas fragen. Besteht die Möglichkeit, dass du einen Treibstofffilter erübrigen kannst? Ein Treibstofffilter? Ich fürchte, unsere Vorräte davon sind aufgebraucht. Pascal stellt sie für uns her. Wenn du möchtest, kannst du dir bei ihm einen abholen. Pascal? Du kennst ihn? Du handelst mit dem Feind? Sein Dorf ist anders. Sie haben uns nie geschadet. Auf gar keinen Fall. Vergiss es. Das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aber wir haben ein Bündnis geschmiedet und handeln mit Materialien, wenn nötig. Wir können nicht wählerisch sein, wenn wir hier unsere Ziele erreichen wollen. Und abgesehen davon sind wir noch nicht so weit, dass wir Maschinenwesen töten, nachdem sie sich ergeben haben. Das ist ja spannend. Ich bin gespannt, wie das Gespräch verlaufen wäre, wenn wir uns dazu entschlossen hätten, Pascal zu töten. Du hast dich verändert, Nummer 2. Du sprichst und handelst völlig anders als früher.
Und du bist eine echte Anführerin geworden. Im Vergleich zu Rose bin ich gar nichts. Kann ich nicht einschätzen. Oh. Um ehrlich zu sein, habe ich die Aufzeichnungen auf dieser externen Festplatte gespeichert. Ich dachte, die Erinnerungen an die Zeit unserer gemeinsamen Kämpfe erhalten zu müssen. Und ich finde auch, dass du ein Recht hast, sie zu sehen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Du und ich, wir dürfen niemals vergessen. Ich weiß. Bekommen wir da tatsächlich bewegte Bilder zu sehen? Wie cool wäre das denn? Aber wahrscheinlich nur Text. Brauchst du etwas draußen? Ist es gefährlich. Immer schön wachsam bleiben. Aber ich bin sehr froh und sehr dankbar für alle Infos, die wir bekommen können. Auf der Minimap ist das jetzt aber nicht als Hauptquest eingezeichnet. Kann mir aber vorstellen, dass sie es trotzdem ist. Wähle eine Datei aus. Oha. Pearlharbor persönliche Aufzeichnung. Ich heiße Anemone und ich höre den Widerstand der Androiden an. Dies ist eine Aufzeichnung meiner Kämpfe und meiner Niederlagen. Ich lasse sie hier zurück als Warnung für mich selbst. Der Angriff der Maschinenwesen erfolgt bedrohlich nah. Warte mal kurz, ich muss mal kurz ein bisschen leiser machen. Ein beißender Geruch verrät mir, dass ein Teil meiner Haare versenkt wurde. Anemone, sofortiger Rückzug, das ist ein Befehl! Das ist mein Hauptmann, Rose. Ich folge ihr sofort und lösche auf der Flucht von der Front schnell noch ein paar Feinde aus. Ich lasse meine Beine fliegen und springe in einen eilig gebauten Graben, in dem meine Kameraden vom Widerstand kauern. Wie viele Kämpfe sind es jetzt? Immer derselbe Anblick, immer dieselben Geräusche, immer derselbe Zermürbungskampf. Mein Widerstand führt immer denselben Krieg, wieder und wieder, endlos. Ich kann mich nicht einmal mehr an den Grund für die Schlachten erinnern, aber ich muss trotzdem weitermachen. Ich muss weitermachen, bis die eine oder andere Seite tot ist. Das sieht nicht gut aus, Shion. Was sollen wir tun? Beruhige dich, Lily. Wir werden irgendwo eine Öffnung finden. Man sucht nicht nach einer Öffnung. Man macht sich eine. Dahlia, warte. Ich greife Dahlias Arm, bevor sie aus dem Graben fliehen kann und drehe mich zu Rose um. Schließlich hat sie uns hierher gebracht. Sie muss doch irgendeinen Plan haben. Aber als die feindlichen Horden sich nähern, spielt Rose einfach nur in die Ferne. Die Feindbewegungen haben sich verändert, sagt sie endlich. Da drüben hat gerade jemand einen Kampf begonnen. Aber das ist unmöglich, stammelt Margaret. Wir sind doch alle hier. Margaret hat recht. Nur noch 9 von uns sind in der Lage, die Maschinen zu bekämpfen. Hauptmann Rose, Gerbera, Lily, Sonja, Erika, Margaret, Shion, Dahlia und ich, Anemone. Wir sind der Rest der Streitkräfte des 8. Abstiegs. Der Abstieg, der nun ungefähr 200 Jahre zurückliegt. Sonja wirkt beunruhigt. Sie zieht Shion an sich heran und kaut auf einer losen Haarsträhne. Das gefällt mir nicht, sagt sie. Was, wenn das eine Falle der Maschinen ist? Mit pochendem Herzen warte ich eine Weile, bis Feuer des Feindes nachlässt. Okay, sage ich, das könnte unsere Chance sein. Ziehen wir uns zurück. Da draußen kämpft jemand, Anemone, schreit Dahlia. Wir können ihn doch nicht zurücklassen. Ach, dann willst du also für einen Fremden unser aller Leben aufs Spiel setzen? Komm schon, wir wissen nicht einmal, ob dieser geheimnisvolle Kämpfer auf unserer Seite ist oder nicht. Das habe ich nicht gesagt. Es reicht ihr beiden, bellt Shion. Der Hauptmann hat das letzte Wort in dieser Sache. Als Folge von Shions Rüge wandern unsere Blicke zu Hauptmann Rose. Sie sieht uns in die Augen und nickt leicht, bevor sie zum Reden ansetzt. Gerbera, der Feind ist unterwegs zu den Sprengsätzen, die wir vorbereitet haben, richtig? Gerbera denkt einen Moment nach. Jetzt, wo du es erwähnst, ja, ist er. Ein leichtes Lächeln zieht über Roses Gesicht, die zugleich völlig gefasst scheint. Gut, wenn das funktioniert, können wir vielleicht alle ausschalten. Ich möchte, dass ihr alle den Graben verlasst und euch zu den Sprengsätzen begebt, sagt Rose. Die Explosion wird die meisten von ihnen wegblasen. Wir kümmern uns dann um die übrigen. Die Identifizierung unserer geheimnisvollen Kämpfer kann warten, bis wir fertig sind. Niemand stellt die Entscheidung des Hauptmanns in Frage. Auf ihren Befehl hin springen wir alle aus dem Graben und stürzen uns wieder ins Gefecht. Mit Erreichen des Kampfplatzes stoßen wir auf ein paar Androidinnen in seltsamen schwarzen Anzügen. Bevor sie begreifen können, was los ist, zünden wir die Sprengsätze, töten alle übrigen Maschinen und richten danach unsere Waffen auf sie.
In Ordnung, sage ich zu den Fremden. Sprecht. Ganz einfach, erwidert eine der geheimnisvollen Androidinnen. Wir sind auf eurer Seite. Wir sind neue Modelle, die im Rahmen des sogenannten Projekts Yorha entwickelt wurden. Tatsächlich, frage ich. Wir haben noch nie etwas von neuen Modellen gehört. Ich rede vermutlich mit mehr Gebrause als nötig, aber ich muss sicherstellen, dass sie wirklich auf unserer Seite sind. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie lügen, aber wegen ihrer riesigen Schutzbrillen kann ich nicht in ihren Gesichtern lesen. Und offen gesagt ist ein wenig Vorsicht mitten im Krieg nie verkehrt. Wir erfahren, dass sich die vier Androidinnen mit Nummern anreden, etwa Nummer 2, Nummer 4, Nummer 16 und Nummer 21. Sie sind auch nicht eilig und geben noch mehr Informationen preis. Unser Einsatz ist streng geheim, erklärt eine. Deshalb habt ihr noch nichts von uns gehört. Langsam ziehe ich mein Messer, um ihre Reaktion zu prüfen. Mit anderen Worten wird es also niemand erfahren, wenn ich euch jetzt umlege. Halte dich zurück, Anemone, sagt Rose scharf. Das habe ich gerade voll mit der falschen Stimme versehen. Nein, schreit Lily, sie hat recht. Wir haben alle gesehen, wie schnell sich der Feind entwickelt. Wer kann garantieren, dass diese vier keine Maschinen Menschengestalt sind? Meine Begleiter nicken zustimmend. Dieser verdammte Krieg hat uns alle misstrauisch gemacht. Eine der Fremden, Nummer 16, glaube ich, zieht ein langes Messer aus seiner Scheide. Wenn ihr einen Kampf wollt, sagt sie, dann könnt ihr den gerne haben. Bevor ich antworten kann, springt Dahlia vor mich und hält ihre Waffe bereit. Das war es, wir werden kämpfen. Unmittelbar vor Ausbruch der Schlacht tritt die Androide Nummer 2 vor. Wartet, sagt sie. Ist das vielleicht 2B sogar? Oder A2? Das muss ja A2 sein, bestimmt wegen Android 2 sozusagen. Ursprünglich waren wir 16, sagt Nummer 2, aber die anderen starben während des Abstiegs. Wir sind isoliert und alleine hier, Verstärkung ausgeschlossen, und das heißt, dass wir diesen Einsatz mit den übrigen Soldaten beenden müssen. Wir können jetzt keine neuen Feinde gebrauchen. Was wir nötig haben, sind Verbündete. Seufzend beendet sie ihre Rede, so als fiele es ihr schwer, ihre Emotionen zu beherrschen. Ich kenne diesen besonderen Klang einer Stimme. So spricht jemand, der entgegen aller Erwartungen noch immer Hoffnung hat. Das erinnert mich gerade so heftig an Lost Odyssey. Archiv erhalten. Widerstand Rose und Anemone. Okay. Wähle eine Datei aus. Oh, da geht's weiter. Warte mal, ich beende das Ganze mal. Kurz, war einfach, weil ich mir die Archive erstmal angucken möchte. Nee, warte mal, falsches Menü. Ganz falsches Menü. Hier waren wir nämlich richtig, genau. Abstieg nach Pearl Harbor. Gucken wir mal, was wir hier finden. Da sind auch irgendwelche neuen Erinnerungen drin. Kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir darüber hinaus noch Archive freigeschaltet hätten, aber gut. Das ist neu. Ja, ich dachte gerade, das wäre vielleicht nochmal der gleiche Text, den wir gerade gelesen haben, aber ist nicht so. Dieser Android, der von der experimentellen Yorha-Schwadron angetroffen wurde, ist die Anführerin einer Gruppe, die aus vielen Widerstandsmitgliedern besteht. Als Überlebende der 8. Abstiegsoperation hat sie den Guerillakrieg in der pazifischen Region fortgeführt. Unfähig, die sich ständig vermehrenden Maschinen aufzuhalten, hat sie mehr als 200 Jahre lang einen Zermürbungskrieg geführt. Nachdem sie die experimentelle Yorha-Schwadron getroffen hat, dachte sie, dass sich die Gunst des Krieges wenden würde, sollte sie an ihrer Seite kämpfen. Sie würde im Serverraum unterhalb von Berg Kaala von Maschinenwesen vernichtet, während eines Auftrages selbigen zu zerstören. Okay, und hier Anemone? Oder, nee, wie haben die sie immer genannt? Anemone oder so? Ganz komisch. Ein Mitglied der Widerstandsgruppe, angeführt von Dahlia, das von der experimentellen Yorha-Schwadron angetroffen wurde. Diese Einheit galt als ungewöhnlich vorsichtig und zeigte sich der experimentellen Yorha-Schwadron gegenüber anfangs überaus misstrauisch. Ihr Gemüt hat sich allmählich verbessert, nachdem es Scanner Nummer 21 gelungen war, ein Logikvirus zu löschen, das eine ihrer Kameradinnen infiziert hatte. Sie exekutierte eine infizierte Einheit Nummer 21 in der Aufzugshalle der Serveranlage von Berg Kaala und ist kurz darauf verschwunden. Okay, interessant. Ich glaube, die Story geht aber noch weiter. Wir können uns ja den zweiten Teil jetzt schon angucken.
Es ist so dunkel, Mama. Ich wurde geboren. Mama, wo bist du? Was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll, Mama. Bitte, ich werde mein Bestes geben. Bitte lass mich nicht allein. Ich bin so allein, Mama. Das klingt ein bisschen wie die Erinnerung, die wir, als wir zuletzt noch mit 9S gespielt haben, auch gehört haben von den Maschinen. Kann aber auch was anderes sein. Tja, da würde ich mal sagen, gucken wir weiter. Und zwar Aufzeichnung Nummer 2. Müsste eigentlich nahtlos anknüpfen, oder? Bin gespannt. Dem Yorha-Team zufolge befindet sich unter dem Berg Kaala ein feindlicher Server. Wenn wir den ausschalten, können wir in diesem endlosen Krieg vielleicht etwas Boden gut machen. Um das zu erreichen, müssen wir aber zusammenarbeiten. Nach kurzer Denkpause entscheidet sich Rose für die gemeinsame Sache mit den neuen Modellen. Eine Beziehung, die sich im Laufe der Zeit verändern wird. Was tust du da, Dahlia? Ich beweise dieser Idiotin nur, wie schwach sie ist, antwortet Dahlia atemlos. Ha, schnauft ihre Gegnerin Nummer 16. Du bist offensichtlich chancenlos. Die beiden greifen sich abwechselnd an. Es scheint recht freundlich zuzugehen. Und sie kabbeln sich so lange, bis sämtliche Energien verbraucht sind. Völlig außer Saft und Kraft könnten sie nicht mal mehr ein Streichholz knicken. Der Rest der Gruppe versucht beim Anblick der Kämpfer ein Grinsen zu unterdrücken. Da fehlt ein Wort. Dahlia und Nummer 16 geraten sich wegen der geringsten Kleinigkeiten in die Haare. Vielleicht, weil sie sich so ähnlich sind. Es ist fast schon nervig zu sehen, wie schnell solche Dickköpfe sich mögen lernen. Der Rest von uns unterhält sich, während Dahlia und 16 sich weiterhin raufen. Wir nennen uns bei den Namen, die ich uns gegeben habe, erklärt Rose. Ich verstehe, entgegnet Nummer 4. Ich fand es schon seltsam, dass ihr keine Codenummern verwendet. Sie nickt, während sie spricht, so, als ob alles absolut Sinn ergeben würde. Plötzlich setzt Hauptmann Rose ein breites Grinsen auf. Wisst ihr was? Fragt sie. Ich finde, wir sollten euch ebenfalls Namen geben. Nein, sagt Nummer 2. Das wäre eine Verschwendung. Rose sieht sie argwöhnisch an. Eine Verschwendung? Du kannst mir einen Namen geben, wenn der Einsatz beendet ist, antwortet sie, während ihre Wangen erröten. Und es war klar, dass sie sich wünschte, erfolgreich zu sein. In Ordnung, sagt Rose. Bis dahin werde ich mir einen Namen ausdenken. Sie weiß, es ist ein flüchtiges Versprechen, so wie vieles andere auch. Aber das ist egal. Unsere Annäherung an das Yorha-Team ist unübersehbar. Nun zumindest rücken meine Freunde näher zu ihnen heran. Du bist ziemlich leichtsinnig. Ach nee, warte mal, das ist wahrscheinlich Rose, ne? Du bist ziemlich leichtsinnig, stelle ich lauter als beabsichtigt fest, obwohl das ja alles aus der Sicht von Anemone erzählt wird. Deswegen wird sie das sein. Das sind ja ihre Aufzeichnungen. Zum Glück hören die anderen es nicht oder ignorieren es. Verstehe mich nicht falsch, ich habe keine Probleme mit dem Entschluss des Hauptmanns. Aber ich will mich auch nicht einfach zurücklehnen und unseren neuen Freunden blind vertrauen. Wir fristen ein einsames Dasein und wurden längst vom Mond im Stich gelassen. Egal wie sehr sie weinten, klagten oder kämpften, die Stimmen unserer verlorenen Kameraden blieben unbeantwortet. Wie können wir also einem ganzen Trupp neuer Modelle trauen, die wir gerade erst getroffen haben? Was ist los, Anemone? Ich höre Lilly nach mir rufen. Wahrscheinlich macht sie sich Sorgen, weil ich nicht beim Rest der Gruppe bin. Nichts. Ich beginne. Was? Nichts. Ich beginne. Hä? Nichts beginne ich, oder? Mir geht es... Noch bevor ich meinen Gedanken beenden kann, öffnet sich plötzlich Lillys Mund, dem ein schrecklicher Schrei entfährt. Lillys Schrei hallt durch das ganze Lager. Er ist herzzerreißend, qualvoll. Er ist... furchtbar. Sie ist infiziert, ruft Rose. Lilly ist infiziert. Instinktiv ziehen wir alle unsere Waffen und richten sie auf unsere Kameradin, die weiterhin schreit und schreit und schreit. Wir wissen alle, was gerade passiert. Wir haben es schon früher gesehen. Es ist ein Logikvirus, eine Waffe der Maschinen, die in die Androidensysteme eindringt und ihre Daten überschreibt. Es gibt kein Gegenmittel und deshalb ist es auch ein Todesurteil. Ich muss ihr Gnade erweisen. Ich muss sie erlösen. Ich habe den Finger am Abzug, aber ich zögere. Noch bevor ich diese letzte schicksalhafte Entscheidung treffen kann, vernehme ich irgendwo hinter mir eine laute Stimme. Halt, das kannst du nicht tun. Du kannst deine Freundin doch nicht einfach sterben lassen. Es ist Nummer 21. Das Mädchen, das ich für absolut abgeklärt und gefasst hielt, flehte mich nun an, Lillys Leben zu verschonen.
Was mache ich nur? Was in aller Welt soll ich tun? Lilly hatte gesagt, du seist Familie. Du kannst deine Familie nicht aufgeben, bevor du nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast. Was kann man denn wohl tun? Ich werde meine gesamte Energie einsetzen, um den Virus zu vernichten. Das ist unmöglich. Rose hat betont, dass wir alle denken, doch ehe wir handeln können, wirbelt Lilly die Kameradinnen in ihrer Nähe mit unglaublicher Kraft durch die Luft. Ich habe früher schon infizierte Androiden gesehen. Ich weiß, wie viel Schaden sie anrichten können, sobald der Virus ihre Begrenzer ausgeschaltet hat. Sie kämpfen unaufhörlich, bis sie ganz und gar zerstört sind. Dahlia und Nummer 16 stürzen sich ins Getümmel und versuchen, ihre ehemalige Freundin zu unterdrücken. Doch sie wischt sie weg wie lästige Fliegen. Schon wieder ein Fehler drin. Wie viele von uns sind jetzt schon infiziert? Wie viele Freunde musste ich zwangsweise schon ausschalten? Das Herz, das ich eigentlich nicht haben sollte, schmerzt bei dem Gedanken. Es schmerzt bei der Erinnerung an all die ID-Nummern, die ich unschädlich gemacht habe. Wann habe ich angefangen, ihnen Namen zu geben? Wann habe ich beschlossen, dass ich es nicht mehr ertragen kann? Sequenz zur Neuprogrammierung eingeleitet. Diese Stimme, Nummer 21, sie kreischt etwas von Neuprogrammierung? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verloren, am Ende. Mein sich langsam klärender Blick fällt auf Nummer 21, die Befehle in ihr Terminal eingibt, während Nummer 2 und Nummer 4 Lilly am Boden halten. Sie halten sie, während sie sich windet und... Rose starrt mich überrascht an. Oh, nein. Auch ich halte Lilly fest. Okay, das klingt, als würde Lilly diese Geschichte nicht überleben. Wow, wieder 3 Archive. Warte mal. Angreifer, Schütze und Scanner. Und weiter geht's, Leute. Ich glaube, das wird eine sehr leselastige Folge. Aber das konnte ich jetzt im Gegensatz zu Teil 1 auch nicht in einen separaten Part packen, weil es ist blind, ne? Ich weiß ja vorher immer nicht, was auf mich zukommt und ich will das jetzt unbedingt auch sofort lesen und nicht erst später. Genau, okay, dann ist das wenigstens übersichtlich. Schütze 16. Eine Einheit des experimentellen Yorha-Trupps, die während des 14. Maschinenkriegs zum Einsatz kam. Nummer 16 hatte eine wilde Persönlichkeit, die perfekt zu ihrer Rolle als Schütze passte, in der sie Feinde aus der Ferne angreifen musste. Sie war zwar sogar ihren Vorgesetzten gegenüber aufsässig, wurde aufgrund ihrer enormen offensiven Fähigkeiten aber dennoch dieser Mission zugeteilt. Während des Angriffs auf Berg Kaala blieb Nummer 16 freiwillig zurück, um die Armee der Maschinenwesen aufzuhalten, damit ihre Kameraden weiter den Berg erklimmen konnten. Sie kämpfte mutig an der Seite einer lokalen Widerstandsgruppe und konnte die zahlenmäßig weit überlegenen Feinde so lange aufhalten, bis ein Goliath auftauchte, dem gewöhnliche Waffen nichts anhaben konnten. Da sie keine andere Möglichkeit sah, den Kampf zu beenden, überlud sie ihren eigenen Fusionsreaktor, um den Feind zu zerstören. Diese Selbstopferung trotz ihrer aufsässigen Art ist höchst interessant und verdient es wahrscheinlich, weiter untersucht zu werden. Ja, das stimmt. So. Scanner 21. Eine Einheit des experimentellen Yorha-Trupps, die während des 14. Maschinenkriegs zum Einsatz kam. Nummer 21 hatte eine kühle und analytische Persönlichkeit, die perfekt zu ihrer Rolle als Scanner passte. Ihre erste und wahrscheinlich beeindruckendste Errungenschaft war, ein Mitglied einer lokalen Widerstandsgruppe zu heilen, das von einem Logikvirus infiziert worden war. Leider fiel sie kurze Zeit später während des Angriffs auf den Server von Berg Kaala, demselben Virus, zum Opfer. Sie kämpfte tapfer, aber der Virus hatte sich weiterentwickelt und sie konnte ihn nicht länger entfernen. Das führte schließlich dazu, dass sie eine verbündete Einheit bat, ihr Leben zu beenden. Der erste Erfolg von Nummer 21 des experimentellen Yorha-Trupps gegen den Virus gilt als wertvolle Information in Bezug auf das Errichten von Barrieren gegen Maschinenwesen und sollte in die Standardsysteme aller weiteren Mitglieder des Yorha-Trupps integriert werden. Okay, und die 4, Angreifer 4. Eine Einheit des experimentellen Yorha-Trupps, die während des 14. Maschinenkriegs zum Einsatz kam. Obwohl Angreifer Nummer 4 eine ungewöhnlich fröhliche und gut gelaunte Persönlichkeit hatte, war sie im Nahkampf dennoch sehr effektiv.
Diese Einheit erhöhte nicht nur die Moral ihrer Gruppe, sondern nutzte ihr sonniges Gemüt auch, um eine Allianz mit der lokalen Widerstandsgruppe zu schmieden. Schließlich starb sie während des Angriffs auf den Server vom Berg Kaala, weil sie ihren eigenen Fusionsreaktor überlud. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass sie sich selbst zerstörte, um ihren Kameraden, Angreifer Nummer 2, zu beschützen. Eine weitere Anmerkung. Obwohl die fröhliche Persönlichkeit dieser Einheit die Moral erhöht hat, war sie auch dafür verantwortlich, dass der Kampfgeist während erbitterten Kämpfen sank. Daher wird sie in zukünftigen Kampfmodellen nicht mehr zum Einsatz kommen. Okay. Alles klar. Also wenn ich mir das alles merken muss, dann werde ich jetzt schon wieder gnadenlos scheitern, aber... ja, wir versuchen es mal. Wir gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht mit Teil 3. Ich bin gespannt. Wird Lilly es schaffen? Ja oder nein? 14. Maschinenkrieg. Abstieg nach Pearl Harbor. Der Name des Einsatzes, mit dem die Yorha-Soldaten beauftragt sind. Hat es je heftigeres Kanonenfeuer gegeben? Derart unaufhörliche Bombardements? Unser Ziel ist der Server der Maschinen unter dem Berg Kaala und unsere Situation ist ernst. Wir brauchen Verstärkung. Erbitten sofortige Entsendung. Nummer 2 spricht schnell, aber ruhig, was umso bemerkenswerter ist, da die feindliche Armee immer näher rückt. Doch die Kommandozentrale im Orbit informiert uns, dass es keine Verstärkung geben wird. Wir wurden im Stich gelassen. Wir sind auf uns gestellt. Die da oben machen es sich sehr leicht im Orbit auf dem Mond. Was immer erforderlich ist, ich werde es tun, sagt Lilly mit grimmigem Lächeln. Dahlia, Margaret und auch Nummer 16 nicken sofort zustimmend. Sie haben beschlossen, sich der Nachhut anzuschließen, als unser Schild hinten zu bleiben, selbst wenn sie dafür mit dem eigenen Leben bezahlen müssen. Sie haben alle ohne zu zögern zugestimmt. Denn wir von der Vorhut würden uns ihnen noch bald genug im Tod anschließen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, nehmen wir Rücken an Rücken unsere Stellungen ein. Wir wissen, dass dies das Ende ist. Dahlia und die anderen verschaffen uns Zeit, damit wir es bis zum Tor am Gipfel des Kaala schaffen. Dahinter befindet sich ein Aufzug und dahinter der Server. Wenn es uns gelingt, ihn zu zerstören, wird das ein vernichtender Schlag gegen die Maschinenwesen in der gesamten Pazifikregion. Doch als ich merke, wie missmutig Nummer 21 den Aufzug mustert, entwickle ich ein flaues Gefühl für die finale Phase unseres Auftrags. Na los, sagt sie, ich habe das im Griff. Wir drängen uns in den Aufzug, während sie sich schon in das Terminal hackt. Sie muss uns nicht sagen, was passiert. Klar ist, der Aufzug kommt nicht bis ganz unten zum Server, ohne dass jemand zurückbleibt, der ihn steuert. Feind im Anmarsch, der Feind ist fast bei uns. Noch während ich spreche, springe ich aus dem Aufzug und nehme meine Position an der Seite von Nummer 21 ein, beinahe, als wäre ich ferngesteuert. Irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas... Ich gebe Nummer 21 Rückendeckung, rufe ich. Kümmert ihr euch um diesen Server? Die Türen schließen sich vor meinen Freunden. Das Letzte, was ich sehe, ist das Gesicht meines Hauptmanns Rose. Sie sieht besorgt aus, doch dann sind die Türen zu und sie ist weg. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Aber das ist in Ordnung. Ich werde dies zu Ende bringen, so oder so. Die einzigen Geräusche, die wir hören, sind ferne Explosionen und der raue Atem von Nummer 21. Vielen Dank, flüstert sie, dass du bei mir bleibst. Beim Blick in ihre Augen erkenne ich das verräterische Rot einer Logik-Virus-Infektion. Ich hatte tatsächlich recht gehabt. Mit einem leichten Seufzer ziehe ich meine Waffe. Ich habe früher schon infizierte Kameraden gesehen. Deshalb konnte ich sie nicht alleine zum Sterben zurücklassen. Das Mittel, das sie Lilly gegeben hatte, wirkt bereits nicht mehr. Der Feind hat sich weiterentwickelt. Er hat die Strukturen von Nummer 21 untersucht und den Virus widerstandsfähiger gemacht. Niemand kann sie mehr retten. Wenn der Aufzug den Server erreicht, beginnt Nummer 21 schwach. Dann schenke ich dir deinen Frieden. Falsche Stimme, antworte ich. Dann schenke ich dir deinen Frieden. Bisschen kräftiger wahrscheinlich. Der Aufzug fährt immer tiefer, ein Countdown für das Leben von Nummer 21. Wie viel Zeit ist verstrichen? Wie viel ist vielleicht noch übrig? Zu lange zum Warten, aber zum Bereuen nicht lang genug. Eine gewaltige Explosion hallt aus der Ferne und lässt den Raum träge erbeben.
Lilly und die anderen der Narut haben ihre letzte Tat vollbracht. Sie haben gerade ihre eigenen Fusionsreaktoren überladen. Der Lärm, der den Tod unserer Freunde begleitete, klingt langsam aus. Nummer 21 greift hoch und nimmt bedächtig ihre Schutzbrille ab. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben, sagt sie. Ihre Augen sind so rot, aber nicht völlig. Ein kleines bisschen ihrer selbst ist noch vorhanden. Und trotzdem... Keine Sorge, sage ich. Ich werde bald bei dir sein. Sie lächelt, als sie meine Worte vernimmt. Sowie der Aufzug den Boden erreicht, schieße ich Nummer 21 eine Kugel ins Hirn. Ich sehe zu, wie das Ding, das einst sie war, zu Boden fällt. Ich starre auf die Waffe in meinen zitternden Händen. Ich halte sie an meine Schläfe. Das wird alles beenden. Den Krieg, meine bedeutungslose Existenz, einfach alles. Es wird endlich vorbei sein. Unverzeihlich, unverzeihlich, unverzeihlich. Und immer so weiter. Deine Kameraden opfern sich und kämpfen bis zum letzten Atemzug. Sie empfinden Leid, sie empfinden Trauer, sie empfinden Schmerz und Schrecken. Und du willst jetzt aufgeben, unverzeihlich. Die Stimme ist ein Fluch des Schlachtfelds. Sie suggeriert allen Überlebenden, ihren Einsatz durchzuziehen, unter allen Umständen. Es ist ein weiteres Ich von mir, das aufschreit. Ich schreie, was meine Lungen hergeben, und laufe den Gang entlang. Ich werde es euch zeigen. Wenn ihr mich drängt, dann werde ich es euch zeigen. Ihr seid doch nur zufrieden, wenn das Töten weitergeht. Ich stürze mich ins Gefecht, Waffen in beiden Händen. Da bin ich. Da bin ich. Tötet mich! Während ich brülle, gibt es plötzlich eine Explosion, die alles wegfegt. Ein leichter Wind streichelt meine Wange. Ich rieche Feuer. Ich rieche Asche. Die Explosion im Serverraum war stark genug, um den Berg Kaala zu zerstören und den einst so mächtigen Gipfel in einen rauchenden Krater zu verwandeln. Die Maschinen fallen sofort zu Boden, regungslos. Ich blicke über die verbrannte Erde. Lilly, Nummer 16, Rose, Nummer 2, hat eine von euch. Ich bin die Einzige, die übrig ist. Die Einzige. Ich habe überlebt, weil ich Angst hatte zu sterben. Ich beginne zu kichern. Es klingt verrückt, selbst in meinen Ohren. Ich werde bald bei dir sein. Du hast ihr versprochen, bald bei ihr zu sein. Wie konnte ich bloß so fruchtlose, lächerliche Worte aussprechen, solche Lügen? Ich lache, ich stehe im Raum, stehe im Rauch und den Flammen und lache, bis es mir die Kehle zu zerreißen scheint. Ich blinzle. Tageslicht dringt durch den Rauch. Ich habe die ganze Nacht hier gestanden. Mein Gelächter hat irgendwann aufgehört. Ich zwinge mich auf die Füße. Ich bin der Feigling, der zurückgeblieben ist. Der Feigling, der lebt. Jetzt ist es meine Aufgabe, den Willen jener fortzusetzen, die an meiner Seite gekämpft haben. Da ich mich nicht selbst umbringen kann, muss ich kämpfen, bis ein anderer das für mich erledigt. Ich werde jede Härte ertragen. Ich werde jede Maschine töten, die ich finden kann. Das ist das Kreuz, das ich zu tragen habe. Langsam gehe ich in Richtung Westen und schleife meinen kaputten Körper mit mir. Wie unfassbar schrecklich. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir so viel über Anemone erfahren würden. Nummer 16, Nummer 21, Nummer 4. Es tut mir leid, dass ich noch lebe. Aber ich werde zu euch kommen, sobald ich ein paar Dinge erledigt habe. Wähle eine Datei aus, okay. Damit scheinen wir durch zu sein. Hat auch irgendwie kontextuell Sinn ergeben, ne, dass das jetzt zu Ende ist. Ja, nee, krass. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich werde mir das wahrscheinlich dann während der Nachbearbeitung nochmal in Ruhe angucken, anhören, durchlesen, wie auch immer. Aber erstmal gucken wir hier. Angreifer 2.
Eine Einheit des experimentellen Bla, das ist jedes Mal der erste Satz. Sie war auf den Nahkampf spezialisiert und hatte eine neutrale Persönlichkeit. Angreifer Nummer 2 übernahm das Kommando des Trupps, nachdem der ursprüngliche Hauptmann Nummer 1 gestorben war. Obwohl sie in ihrer Führungsposition zu Beginn viele fragwürdige Befehle gab, schaffte sie es schließlich, eine funktionierende Beziehung zum Widerstand aufzubauen und den feindlichen Server auf Berg Kaala zu zerstören. Die experimentelle Yorha-Einheit Nummer 2 kann sich zwar sehr gut anpassen, desertierte aber nach der Zerstörung des Servers und befindet sich zu diesem Zeitpunkt immer noch auf freiem Fuß. Unsere F- und E-Gruppe führt momentan weitere Tests durch, um herauszufinden, ob es Probleme mit den Persönlichkeitseinstellungen dieses Modells gab. Die Typ-E-Division kümmert sich ab sofort um diese verschwundene experimentelle Einheit, die jetzt als A2 bezeichnet wird. Krass. Krass, krass. Okay. Abstieg nach Pearl Harbor. 14. Maschinenkrieg, Abstieg nach Pearl Harbor. Ja, da steht es auch nochmal. Bei diesem Abstieg wurden 12 experimentelle Yorha-Einheiten eingesetzt, um den Server im Inneren des Berges Kaala auf der Insel Oahu zu zerstören. Allerdings sind sie während der Anfangsphase des Auftrags auf schwere Luftabwehr gestoßen, bei der bis auf 4 Einheiten alle getötet wurden. Die verbleibenden Einheiten haben sich mit Mitgliedern der lokalen Widerstandsbewegung zusammengeschlossen und sich dazu entschieden, den Auftrag trotz ihrer anfänglichen Verluste fortzuführen. Selbst angesichts der heftigen feindlichen Gegenangriffe und der zahlenmäßig überwältigenden Unterlegenheit hat es eine Handvoll Einheiten bis zum Zielort geschafft, an dem Nummer 4 ihren Fusionsreaktor überladen und den feindlichen Server zerstört hat. Auch wenn die Zerstörung des Servers ein herber Schlag für die feindlichen Einheiten war, war das eigentliche Ziel der Operation, das Kampfverhalten der experimentellen Yorha-Einheiten zu überwachen und zu erforschen. Diese Informationen wurden ausgewertet und in neue Yorha-Modelle integriert, nachdem das Projekt die experimentelle Phase durchlaufen hatte. Eine wichtige Anmerkung. Es wurde bestätigt, dass das Blackbox-Signal von Angreifer Nummer 2 weiterhin aktiv ist. Da die Möglichkeit besteht, dass die Einheit vom Feind gefangen und kompromittiert wurde und die Existenz der Einheit selbst eine Angelegenheit höchster Vertraulichkeit ist, wurde entschieden, dass sie von der Typ-E-Division geborgen oder vernichtet werden muss, sobald sie voll einsatzfähig ist. Okay. Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid, Leute, dass ich bei dem Lesen hier der ganzen Aufzeichnung so viele Fehler mit eingebaut habe. Aber da fließt zum einen die Müdigkeit ein, da fließt mit ein, dass ich den Inhalt auch erfassen wollte und das ohne Pausen lesen wollte. Und ach, irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, also mir fällt sowas einfacher, wenn ich Spiele kenne, ja. Ich bin gerade fast am Überlegen, ob ich das reine Vorlesen nicht nochmal aufzeichne, aber ich glaube, ich werde das so lassen. Naja, ihr wisst ja, woran es liegt. Das ist, viel Input gewesen jetzt hier in der Folge. Sagt sie jetzt was Neues? Nee, das tut sie nicht. Aber wir werden in der nächsten Folge dann direkt zu Beginn mal gucken, was wir hier bei den ganzen Händlern. A broken filter will cause significant problems with fuel distribution. Proposal. Replace the faulty part immediately. Yeah, I know. Coordinates confirmed for a colony centered around a machine life form known as Pascal. Location marked on map. You don't know when to shut up, do you? Das erinnert mich so, so krass an Keine und Grimoire Weiß aus dem ersten Teil. Ja, das heißt, unser Ziel wurde jetzt auch nochmal klar definiert, unser Hauptstory-Ziel für die nächste Folge. Und aber wie gesagt, wenn ich mich vorher hier im Lager mal umgucken, kann nämlich sein, dass die Shops ein bisschen was Neues anzubieten haben, da wir das erste Mal mit A2 auch einkaufen können. Aber das ist nicht mehr heute unser Thema. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!